Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3, Reaper of the South Beta. So, wir haben ja das letzte Mal den Butcher besiegt und ein paar Gegenstände gefunden. Und wir schauen mal. Nein. Hier kann man irgendwo wechseln. Genau hier. Plus 5 Damage. Der hat. So, legen wir den hier hin. Den legen wir hier hin. Mal schauen wir mal. Das Buch ist nicht so gut. Also können wir eigentlich alles verkaufen, oder? Ja, komm, verkaufen. Ja, dies machen. So. So, und legen das Zeugs mal in die Truhe. Diesen Stab, der ist da Zweihand, legen wir auch rein. Templer-Relikt brauchen wir nicht. Dimensions legen wir mal rein. Und wir reden mit der Lea. Und ja. Gehen nach Caldeum runter. So. Oh mein Gott. Blödes Herz. So, komm laden. Laden, bin laden. Jetzt wieder ab oder was? Moment kurz. So, irgendwie laute Schwierigkeiten mit Preps. So, also mit Ankara habe ich geredet. Wie heißt sie? Doch Ankara. Ah, Ashera. Die andere ist Ankara, stimmt. Da war es mir ein bisschen komisch. So, ich glaube, dieser Händler hat hier. Potions, ja, zum Umfärben. Wir könnten uns weiß machen. Wir machen uns weiß. So, schön weiß. Gut, und da drin ist nur der Heiltrankhändler. Hier ist ja, so Zeugs wie man. So. Und wir gehen jetzt kämpfen. Kämpfen. Ah, die Enchantress, die dritte Charakter, den man anhören kann. Aber auch letzte. Ich bleibe aber beim Scoundrel. Ja, diese Gift. Wespen sind stark im Inferno Schwierigkeitsgrad. Das heißt irgendwie jetzt irgendwie anders. Ich glaube, es sind nur noch 3 Schwierigkeitsgrade oder so viel. Vor allem hat es dann noch einen eigenen Schwierigkeitsgrad Regler. Also hat es dann 2. Ja, aber es wird wahrscheinlich allgemein zu leicht sein, das Spiel in dieser Battle-Phase. Und ja, das MF, also das Magic Find, wurde rausgenommen. Wir sind nur noch auf den Topassen und ein paar Uniques diese MF drauf. Und ja, wir schauen, dass wir jetzt trotzdem ein bisschen MF stacken können. Wir können immer wieder Items suchen, finden. Also genügend mehr Items. So. Wow, ich sehe keine.
Okay, rennen wir durch. Wir haben hier ein Speedplay. Machen wir ein Speedplay. Damit wir bald die Hydra haben und solche Sachen. Und ja, und der im Originalspiel dann machen wir uns langsam, können wir langsam ein bisschen das Spiel genießen. Aber so lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Und da es auf Englisch ist, ich gar kein, fast kein Wort Englisch verstehe. Doch, ich kann auch schon Englisch verstehen, aber mit Mühe. Arcane Torn, Arcane Orb, Arcane Orbit. They purportedly aided him in his battle against the Prime Electrocut, and the Diablo later punished them by twisting them into the small, stupid forms they now possess. And Ice Armor is Weapon. What should I train? Magic Weapon macht 10% erhöhte Schaden und erhält 10 Minuten. So, do you have anything going on after this? So, jetzt haben wir 10% mehr Schaden. Oh, cool. Das ist ja mal geil. Den Skulldrain möchte ich auch noch ein paar. Also wenn er einen kritischen Treffer macht, weil er nicht so kritisch Treffer macht, machen wir Anatomie. Dann machen wir und dann noch mehr das kritische Treffer. Und wir haben den ersten von den Dingen, wo wir befreien müssen. Die Illusionen gefunden. So. Ah, da kommen noch mehr. Und ja, noch mehr. So, ich blitze euch alle weg. Kommt raus. Ah, hier ist er. So. Ja, ihr habt es geschafft. Und wieder mal richtig viel Gold. Jetzt wieder mit Fußspuren folgen. Darüber. Okay. Ja, was gibt's? Ah. Ja, den verstehe ich jetzt noch nicht, den Zauber. Der generiert so Dinge und dann können wir angreifen. Wenn wir angreifen, was? Dann Automat. Aha, Farm hat zu viel Mana gekostet. Ist eine gute Idee. Nächste Welle bitte. Ja, was ist das? Komm noch mehr. Ein Minus Gold. 2 Emeralds. So, wir haben hier Hosen gefunden. Und ja. Wissen. Look,
So, und hier irgendwo. Genau, hier ist der zweite Keller. Wir können schon weiter. Ah, das war meine. Ich dachte schon, läuft noch einer. Was ist hier? Sirocco werden die sind jetzt nicht so erkundungswichtig. So, wo kommen die hoch? Viele. Wurden die ein bisschen gebufft? Noch mehr. So, jetzt gehen wir hier runter. Wie das tönt. Ja, ich weiß, dass du von der Vergangenheit kommst. Tschüss. So, dann gehen wir hier schräg rüber. Da ist meistens das Ademe, der Ausgang von diesem Gebiet. Hier ist der im Norden. Wüste, überall Wüste. Ich mag den irgendwie nicht. Hier drüben oder was? Irgendwo hier. Ja, wo denn? Ja, genau hier. Und schon bald ist Magda tot. The Kasim Outpost, known for just about nothing. Ja, ihr seid da, so komische Belial-Kreaturen, da muss ich hier die Magda ein bisschen kitzeln. Ja, komm schon. Danke schön. Gehen weiter. Was haben wir gefunden? Ein Bogen. Nicht so gut für die Skorpion.
hier müssen ja einfach in diese Richtung. Jetzt runter irgendwo. Ich kenne das Spiel noch recht gut, obwohl ich schon mehr als ein Jahr nicht mehr gespielt habe. Ja, ist aber auch wenig zu merken, also. Und so zufallsgängig können jetzt in die Gegner-Dinge auch nichts mehr. Schilling Aura. Die Hydra, yeah! Das ist ein Raid. Jetzt weiß ich, was ich nehme. Hier nehme ich diesen Raid und hier nehme ich die Hydra. Boah, ist die geil. Was ist das in Raid? Oh mein Gott. Komm Hydra, greif mal irgendwo an. Yeah, Flammen. Puh. So. Was, der friest sogar. Und das liegt an Nice Schaden an der Luft. Verwandle dich nicht, muss ich töten. Yeah.